Hallo, Hallöchen. Wir spielen wieder Dead by Daylight für euch und gucken mal, wie es diese Woche läuft. Ne? Letzte Woche war ja ein bisschen durchwachsen. Diese Woche gucken wir mal. Ja. Bin auch da, hallo. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich immer noch die Daily habe mit Kate, mich vom Killer jagen zu lassen und zu entkommen. Hab ich die noch mit? Ich glaube. Wir haben Ja, der irgendwo. Trapper. Der Jake, ist das dein Ernst? Der ist hier bei uns. Ich hatte gerade kurzzeitig zermürbende Präsenz angezeigt bekommen, aber kein Herzschlag. Das war bei mir auch schon vor dem Herzschlag da. Das hatte ich auch. Also er jagt jetzt den Jake. Er hat den Jake. Hat der K.O.? Ich sehe aber. Ach, da drüben seid ihr. Ich habe die ganze Zeit nach rechts geguckt. Ja. Also ich habe gerade mal in der Lobby geguckt, wer denn so unsere Mates sind. Und der Dale, der da gerade liegt, der hat laut Steam 36 Spielstunden. Weiß jetzt Oh. nicht, ob das stimmt. Es gibt ja auch so Leute, die haben dann so einen Smurf-Account, nennen die das. Ja. So ein Keller. Ich versuche mal Ich den glaube, Gen er. durchzuziehen. Ich auch. Jetzt ist die Frage, geht der andere? Nee, wir sitzen alle drei an Gens. Warte, ich meine, er ist gleich fertig. Okay. Er kommt zu mir. Nee, doch nicht. Zermürbende Präsenz ist wieder weg. Ist wieder da. Oh, jetzt, er kommt jetzt zu. Hier hinter. Er geht bei mir, glaube ich, vorbei. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier irgendwo getrappt hat. Ich hoffe nicht. Oh ja, er ist hier, er ist bei mir. Ich Okay, versuche das war Dale zu treffen. gewastet. Die Mac, nee, die Klödi rennt jetzt auch los. Ich glaube, wir sind in einer Anfängerlobby, ohne das zu böse zu meinen, aber der Killer trifft nicht. Nee, er trifft doch. Ah, Ich bin bei der sorry, Shack Dale. jetzt hinten. Dale, bleib doch stehen jetzt. Wow, der Blacks des Todes gerade. Alter, entschuldige, Okay. Dale. Also ich bin mit dem Killer an der Shack. Okay, wir sind noch unten in der Shack und heilen uns. Blödi ist jetzt auch hier. Ich weiß halt nicht, wo er eventuell Fallen gelegt hat. Ich renne jetzt so ein bisschen Hier oben auf der rund. Treppe liegt auf jeden Fall eine Klödi da Falle. Nicht, dass Dell jetzt da noch reinrennt. Er ist bei mir. Ja, Klödi, wir kommen. Wow, lag dort nicht gerade eine Falle? Ich bin gerade ein bisschen nicht über eine geöffnete Falle gerannt. Er ist weggegangen von mir jetzt. Okay. Ja, er ist hier. Ich glaube, ich muss gleich noch mal gucken gehen. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ist der denn jetzt? Keine Ahnung, bei mir ist er nicht. Okay, er ist hier an Dings am Haus. Er läuft hier rum. Er jagt jetzt hier die Klödi, die hat sich das Glitzerchen geholt. Der Klödi rennt weg. So, hier war doch gerade eine Falle. Ah, nee, die ist zu. Okay, dann. Hat das nur in der Jagd gerade getäuscht? Ich sitze mit Klödi wieder hinten am Eisenwerk, Ja. ist das, ne? Ja, er kommt Richtung Shack. Er ist an der Shack. Geht aber wieder weg. Geht jetzt hier hinten am Ausgang an den Generator. Er kommt. Das war auch gewastet, aber versuch mal mit ihm wegzurennen. So, bitte ein bisschen. Also mein Gen ist jetzt hier gleich bei der Hälfte. Hinten an der Scheck.
komm Richtung Check-in da, sorry. Ich sehe es. Okay, sehr gut. Dann habe ich jetzt gleich den letzten Gen hier an. Ja, ich soll mich mal umklatschen lassen. Das ist, der tut mir jetzt irgendwie ein bisschen leid. Ich schaff's hier wegzurennen. Ja, aber das Problem ist, wenn jetzt der letzte Gen an ist, dann wirst du weggecampt. Glaube ich. Ich glaube auch, dass das Matchmaking hier ein bisschen versagt hat, ehrlich gesagt. Er kommt zu mir. So ein bisschen Angst vor der Nötschelle habe ich jetzt. Ja, ja. Nee, hat er nicht. Okay. Wo war denn jetzt der andere Ausgang? Auf der anderen Map-Seite? Ich glaube, ja, glaub, hinten beim Eisenwerk. Er hat aufgemacht, oder? Okay. Pack, hat man ja noch irgendwo ein Krönchen? Ja, er hat aufgemacht. Ich bräuchte auch noch ein Krönchen. Ich spiele so ungern mit David. Und ich weiß nicht, hier sehe ich gerade keins. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich muss mich erstmal heilen. Ah, David. Der ist im Ausgang in die Falle gerannt. Oh nein. Ah, Dale. Dale hat auch schon gekämpft. Der ist ripped. Er kriecht aber. Ich weiß nicht, ob er es rausschafft. Hallo, ist hier irgendwo noch ein Krönchen? Oh nein. Kurz vorm Ausgang. Hier ist die Luke übrigens. Ich habe keine Ahnung, wo hier ist. An der Scheck. Hm. Krönchen. Ich finde kein Krönchen. Schade, hier hinten war vorhin eins. Das ist wieder weg. So, ich gehe jetzt raus. Der Killer trappt hier den Ausgang komplett. Also hier ist jetzt gefährlich. Er hat hier zwei Fallen im Ausgang liegen. Na, schlag doch nochmal. Du kriegst die Punkte. Ah, ich sehe eine Krone. Los, schlag. Die Punkte gebe ich dir. Los. Dann och, ich möchte dir doch die Punkte wenigstens geben. So. Ich habe keine Krone. Ich glaube, der hat mich jetzt keine 45 Sekunden gejagt, aber egal, ich gehe jetzt auch raus. Dann habe ich mit Kate wenigstens die Krone, aber ich glaube, der Killer war echt Rang 20. Ja, das. Ja. Och Mann. Das hat man halt leider gemerkt. Ja, das tut mir dann auch immer leid. Ja. Aber wir können halt auch nichts fürs Matchmaking. Nee. Und das haben wir ja in der letzten oder vorletzten Folge gesagt. Wir nehmen halt jetzt einfach hier drei Runden am Stück auf und zeigen euch das. Und das ist halt jetzt die erste Folge gewesen. Also die erste Runde. Ach, Rang 20. Oh Gott. Das tut mir so leid. Ja. Also Mac Bittenstein war auf jeden Fall nicht Rang 16. So wie die weggerannt ist und alles. Ja, gut. Sorry für den Killer. Ich würde sagen, weiter geht's in die nächste Runde. So, Runde Nummer 2. Mal gucken, ob das Matchmaking hier besser passt. Wobei ich würde mir wünschen, dass wir nochmal eine easy Runde bekommen. Ich muss nämlich als Dwight rauskommen. Wir sind alle zusammen gestartet. Und das mit dem Rauskommen ist auf dieser Map immer ein bisschen schwierig. Ist ja ein Todemel. Oh, ich guck mal, hier oben ist so ein Leuchtding. Kate, willst du das haben? Kate, was hast du denn? Okay, der hat den einen schon. Der rennt da hinten rum. Der rennt aber von uns weg. Also wenn wir den Gen hier schon mal weg haben, ist das viel wert, weil der echt hier in dem Raum echt bescheuert ist. Ja. Aber zu dritt geht's halt auch relativ schnell, ne? Ja, der kommt hierher, nicht hierher, nicht hierher. Oh nein! Blödi! Okay, sie geht hoch. Es ist der Uni. Wie wir alle hier unten gerade so rumcrouchen. Uni ist auch hier. Mhm. Jetzt kann ich den Gen hier nicht anfangen, weil das, das hört er doch dann. Oh, Klödi. Ich
kann hier halt gerade absolut nicht weg. Egal, ich gehe jetzt hier ran. Und hab Schiss. Ja. Oh, Klödi, ich hocke hier, Mann. Hackt der eigentlich noch die Klödi oder was macht der? Sie geht in den Keller? Ich bin jetzt gerade einfach dort weggerannt. Keine Ahnung. Er ist bei mir. Sie ist in den Keller runter. Okay. Bist du oben oder unten? Ich sehe euch. Ich komme nicht zu euch. Also ich bin gerade hochgerannt. Okay. Aber ich muss die Bindung mitnehmen. Ah ja, stimmt. Das ist okay. Okay, ich gehe wieder runter. Ja, jetzt bin ich auch wieder runtergesprungen. Ist egal, renn halt einfach. Geh mal in den Schrank. Aber ohne Balanced Landing durch diese Löcher springen ist halt auch... Das ist tödlich. Ich weiß nicht, ob der ohne die Barbecue dabei hat. Ich guck mal, wo er hingeht. Ich ging so Richtung Keller. Ich weiß nicht, ob dort immer noch die Klödi drin war oder... Ja. Er hat auf jeden Fall auch diesen Raumschiff-Anhänger. Klödi ist schneller. Und die haben die auch hierher. Haben wir Ruinen? Nee, ich glaube nicht. Ich sitze hier an dem Gem. Ich habe das Medikit. Ich komme. Jetzt. Okay, sie biegt ab. Sie sieht uns. Warte, sieht er uns? Nee, bis jetzt nicht. Er hat sie aus dem Schrank. Oh, hör auf. Hä? Das macht auch Konfetti? Ja. Ja. Geh mal kurz ein bisschen weg. Geht zu Klödi. Okay. Klödi, bist du doof. Weiß nicht, er kommt, glaube ich, zurück zu euch. Naja, er ist wieder hier. Klödi ist hier halt durchs Fenster gehüpft, die blöde Kuh. Oh Gott. Ich bin am Gen. Und Toni ist hier. Hat er dich, oder? Nee. Gut. Hier hinten ist da auch noch irgendwo ein Gen. Hier ist zu. Diese Map. Oh, hier ist ein Totem. Er ist oben. Indoor-Maps. Er ist oben. Okay, an der Treppe. Er kommt wieder runter. Ich habe hier ein Totem. Mach ich das mal weg. Hier oben war doch gerade die. Ich gehe mal hier oben. Hier ist ein. Okay, da wollte ich gerade hin. Gucken, hier sind gerade alle Tore schon offen. Hier ist noch einer. Oh Gott, Uni hier? Bin jetzt hier oben an dem Gen. In so einem Eckraum, da wo diese Leiter nach oben drin ist. Die Treppe. Ich bin hier auf einer Ecke gerade. Ihr seid doch alle sehr weit weg, weil ich sehe niemanden von euch mit Bindung. Ich bin hier total lost. Oh, die Klödi schon wieder. Ich weiß nicht, tut die sich dir mit Absicht entgegenschmeißen? Keine Ahnung. Wow, ich lasse den Gen los und es kommt ein Skillcheck. Sag mal, ist das dein Ernst? Ich wollte mich doch nur verstecken. Gegen Barbecue. Ich bin bei Klödi. Ja, die Kate ist mit bei mir jetzt hier oben. Bei 3/4. Und die ist noch hier unten. Ja. Okay,
Okay, das war's mir wert. Ich hab den Jen noch schnell fertig gemacht. Wow! Der steht 3 Kilometer hinter mir und trifft mich? Ist sein Ernst? Er weiß jetzt selber nicht, wo ich liege. Wow. Er geht runter. Lass uns mal da hochgehen. Nee, ich würde hier hintergehen, Richtung Kate. Ich habe diese Runde gefühlt nichts gemacht. Ah, erst bei mir. Und ich habe nicht einmal so ein Krönchending gesehen. Ich bin tot. Nein! Ich muss doch entkommen. Muss ich noch so eine Runde mit Dwight spielen? Möchte ich nicht. Tote am Ausgang. Ich bekomme so echt Angst vor der Nötschelle. Ist der, siehst du den? Oh, da! Kate ist irgendwo dort hinten in den Schrank gegangen. Lydia ist jetzt auch hochgekommen. Weiß nicht, was sie macht. Holy! Liebe städtische Umgehung. Also die Klödi, die macht gerade leider gar nichts. Ja, ich auch nicht. Ja, aber sie hat nicht mal einen Herzschlag um sich rum. Sie läuft einfach zum Ausgang. Ich weiß nicht, was sie macht. Sie hat einen grünen Werkzeugkoffer. Den könnte sie jetzt in Jen pumpen. Also der Jen hier, da ist... gefährlich. Da gehe ich nicht ran. Ist denn hier unten noch einer? Ich finde es gerade sehr interessant, was Klödi hier macht. Also. Ich suche einen Generator, du da. Sind die jetzt unten? Ja, die sind unten. Wow. Sag mal, wo ist denn jetzt der Jen hin? War dort nicht links gerade eine geschlossene Metalltür? Links. Wo ist denn der See jetzt hin? Ach, Klödi. Das ist doch nur noch ein Jen. Du musst noch ein bisschen mitarbeiten. Holy. Holy. Geh jetzt halt hier weg, Mann. Er campt jetzt halt ja auch schon rum, ne? Er steht halt direkt vor ihr. Was soll denn das? Ich weiß nicht, die Klödi, die ist doch dreifach Prestige, oder? Sie hat doch die Prestige-Sachen an. Sie hat doch die Perks auf 3. Aber sie macht nichts. Sie läuft hier einfach nur rum. In der Zwischenzeit hätte sie schon Jen fertig haben können. Sie geht immer zum Ausgang. Was will sie denn dort? Ich verstehe das gerade einfach nicht. Jetzt sabotiert sie einen Haken. Was ist das denn für ein Quatsch? Den Werkzeugkoffer hätte sie für einen Jen nehmen sollen. Ach, Blödi.
Kate ist unten im Schrank und Clödi sitzt am Ausgang. Ich glaube, die Clödi will einfach ihre Krone sichern, aber das... Ich habe jetzt auch echt keinen Bock mehr hier. Es hilft doch jetzt keinem weiter, wenn sie die ganze Zeit nichts macht seit 5 Minuten. Was ist die denn jetzt, Clödi? Ist die unten immer noch oben? Die ist oben am Ausgang. Und in hockt welchen? Dort. Kein... Auf der anderen Seite, nicht da, wo du rennst. Die macht gar nichts. Ey, das ist so bitter zu sehen, was die Mates manchmal machen, beziehungsweise nicht machen. Hier? Nee, andere Seite. Jetzt sabotiert sie hier wieder einen Haken. Oh. Clödi. Ich bin gerade sprachlos. Sabotiert sie noch einen Haken. Das ist der Werkzeugkoffer alle. Wow. Oh. Das ist doch... Wie behindert ist die denn? Die geht wieder zum Ausgang. Der glaubt, die das Tor macht sich durch Zauberei auf, oder was? Ich weiß nicht, was die hier macht. Sorry, aber... Sie ist mindestens zweifach Prestige, weil sie hat die blutige Hose und das blutige Oberteil. Das heißt, sie muss schon Spielerfahrung haben. Aber das ist jetzt einfach nur ein Absitzen, damit sie ihre Krone gesichert bekommt, weil sie schimmert ja. Aber das ist so... unnötig. Es hilft niemandem. Jetzt geht sie runter. Wahrscheinlich guckt sie jetzt unten nach der Luke. Weil sicher ist sicher. Jetzt werde ich auch noch weggetunnelt. Wow. Das ist halt so auch das Problem mit diesen Events. Wow, Sackgasse. Scheiße, ich dachte, hier komme ich durch. Sackgasse. Also Clödi schleicht hier unten rum und sucht die Luke. Wow. Es hätten schon 3 Gens an sein können in der Zeit. Wirklich. Vor allem hat sie Einfühlungsvermögen mit. Das heißt, sie sieht, wo jemand gejagt wird. Ja. Ey, das ist unglaublich. Ich glaube, der Killer hat auch keinen Bock mehr. Verständlich. Ich fände es cool, wenn er die Clödi nochmal kriegen würde. Was heißt, komm mit die 2, oder? Ja. Okay, er hat eigentlich gedacht, komm, klatsch mich um. Das ist... Wow, Clödi. Wow, Clödi. Wow. Alter. Ich hoffe jetzt nicht, dass die rauskommt, ne? Ich hoffe es auch nicht. Ganz ehrlich, ich möchte das jetzt auch gern sehen. Weil die Kate oben geht an den Jen. Und was macht die Clödi hier unten? Jetzt macht sie eine Kiste auf und zu. Also... Und nimmt nicht mal das Medikit mit, was sie in der Kiste hat. Und der ist natürlich wieder bei Kate, weil Kate was gemacht hat. Kate arbeitet. Oh, das ist so traurig, ey. Da brauchst du dich halt auch nicht wundern, warum die Runden teilweise so verloren sind, wenn du solche Leute dabei hast. Ja. Das war's. Und Kate. Ey, das ist... Oh. Das macht mich so böse, sowas. Sowas macht mich auch richtig wütend. Macht gar nichts. Wenn die jetzt die Luke kriegt. Tja. Uni, bitte hab Nöt und komm zu Clödia. Bitte. Okay, ja, wenigstens die Luke. Na, jetzt aber schon wieder diesen Bug. Ja. Ich hoffe einfach so sehr, dass der die jetzt umklatscht. Ja, er ist hier. Ja, du hast sie gesehen, bitte. Ja, ja. Ja, bitte. Hau sie um.
Was? Hallo? Moni? Wie bitte? Alter, klatsch jetzt um. Ja! Gott sei Dank. Meine Herren, ey. Ich hab ihr das sowas von nicht gegönnt, rauszukommen. Ich auch nicht. Es gibt noch Gerechtigkeit. Okay, jetzt kann ich durchatmen und kann sagen, okay, ich bin zufrieden. Ja. Okay, Leute, damit ab in die zweite Runde, die dritte Runde. So, dritte. Bis dann. Gleich und so. Okay, die Farm hat gewonnen. Wir hatten gerade zwei Offerings hier gedroppt. Die Farm und Hawkins. Und ich bin froh, dass es nicht Hawkins geworden ist. War noch eine Indoor-Map. Hätte ich jetzt nicht so Lust drauf. Und ich hoffe so sehr, dass die Mates diese Runde ordentlich mitspielen. Ja, me too. Soll ich dir mal sagen, wer die Farm geschmissen hat? Du! Wer sich gerade freut? Ja. Ich wollte heute wenigstens einmal auf eine Draußen-Map. Ist zwar jetzt nicht die Farm-Map, die ich bevorzuge, aber egal. Also ich bin mit Ashley am Gen in der roten Scheune. Ja, ich bin außen daneben. Wir sind jetzt bei 3/4, also ich habe auch noch nichts vom Killer gehört. Meiner ist so etwas über halb. Ich spiele jetzt heute übrigens mal mit Ace. Ich glaube, mit dem habe ich so im Video noch gar nicht gespielt. Ja, den habe ich mal neu eingekleidet. Hi. Hallo. Ah, dort hinten ist ein Killer, glaube ich. Ich habe gerade Wachsam getriggert. Ah, wir haben Micha. Oh nein, der kommt. Wo ist der? Von rechts von dir kommt er. Durch das Jungle Gym. Huch, da. Da, den habe ich wohl nicht gesehen. Oh, hi, Mac. Wo ist der hin? Okay, deswegen haben wir natürlich auch nichts gehört vom Killer. Komm, Micha, der alte kleine Stricher. Hallo. Kommt dir nicht nach? Oder muss los? Ich glaube, ich habe erfolgreich an der Mac abgeschmiert. Geh mal hier an, Jen. Ja, mach mal. Du bist in meiner Nähe. Das heißt, ich heile mich schneller. Ach stimmt, ich habe ja Anführer dabei. Vorteil für mich gerade. Nein, jetzt bist du weg. Wo bist du hin? Ich bin am Jen. Wieso geht das jetzt gerade nicht mehr? Hallo? Ah, weil du zu weit weg bist, dann geht's doch nur noch eine bestimmte Sekundenanzahl oder so. Oh. Ich glaube, Micha kommt. Echt? Ich weiß es nicht. Er hat da hinten auf jeden Fall gerade was zu treten. Ashley ist dort rechts. Ah ja, er kommt. Tritt den Jen. Er kommt dir nach. Oh, er geht außen rum. Nein! Noch nicht bei mir auf 3 gehen, Micha. Das ist nicht in Ordnung. Ashley, komm, lass dich doch mal befummeln, Mann. War der hier übelst links, rechts? Ach, ich habe keinen Verwandter dabei. Du musst mir mal sagen, ob der in unsere Richtung kommt. Nee, er kommt nicht in eure Richtung. Also er hängt mich auch nicht in eure Richtung auf. Er geht Richtung... Also nicht zu euch. Ich glaube, er geht Richtung nirgendwo gerade so ein bisschen. Er hat kein Barbecue, würde ich jetzt mal behaupten. Aber er ist noch auf 3, ne? Passt auf. Er ist dort hinten bei der Mac oder was das ist. Okay, dann hole ich dich, ja? Ja. Heilen hier oder weg? Ich gehe ein bisschen weg. Noch ein Totem. Weiß nicht, ob wir das wegnehmen sollten. Ashley geht retten. Ich spiel mich ja gern mit Nöd, ne? Ich auch. Wobei viele sagen, das ist so unnötig. Aber ich muss sagen, es dauert so ewig, bis du mit Micha irgendwie gestalkt hast. Oh, er ist hier vorne. Vorsicht, der. Er ist, glaube ich, nach rechts hinten gegangen. Ich hatte letztens wieder mal ein Video gesehen auf YouTube. Da hat jemand Ghostface gespielt. Da dachte ich mir, wie schnell das geht mit dem Hochstalken. Mhm. Und mit Micha dauert das Ewigkeiten. Ja, also wenn du keine Addons oder irgendwas dabei hast, bei Micha ist das... Deswegen spiele ich Micha lieber auf Stufe 1. Und stalk mich gar nicht. Ist der immer noch auf 3 eigentlich? Nee, der ist nicht mehr auf 3. So. Ach,
Ach, wir haben Dying Light. Ach, Kacke. Ich weiß nicht, wo der jetzt hin ist. Auch nicht. Oh! Verdammt! Er stand neben mir und hat mich gestalkt. Ups. Ich will nicht... Oh, hier ist eine Krone. Aber ich brauche mit Dwight keine Krone mehr. Ich geh doch mal weg, ihr zwei. Schon meine wieder... Fresse, ist ein Singlechen. Jetzt hat sich Micha die Krone geholt. Ja, wow. Aber das Gute ist, jetzt sieht man ihn leuchten im Feld. Das ist praktisch. Ja. Ashley, such dir doch einen anderen, Jen. Meine Fresse. Ja, also hat die ganze Zeit hier rum verloren. Ashley, verpiss dich jetzt. Ganz aber ehrlich, Ich denke mir halt immer, wenn da jemand Ashley spielt, dann gehe ich davon aus, der hat ein bisschen Spielerfahrung, weil Ashley musst du dir extra kaufen. Das macht ja nicht jeder Anfänger direkt. Er kommt, aber ich sollte es noch schaffen. Er hat Mac. Wow, die locken den echt, lockt ich den extra hierher? Ist die behindert? Wow. Ich glaube, Mac hat versucht, den hierher zu mir zu locken. Bin mir nicht ganz sicher. Also man möchte ja niemandem was Bösartiges unterstellen, aber... Manchmal wirkt das immer sehr verdächtig, muss man auch sagen. Ja, weil die sind die ganze Zeit, die beiden. Die machen übrigens nichts, ne? Wie die Klöne. Oh, das ist unglaublich. Die sind die ganze Zeit... Ich saß an dem Single-Gen in der Ecke. Die sind die ganze Zeit bei mir hin und her gerannt. Haben nichts gemacht. Nichts. Ja, also er folgt jetzt aber dem Ash, glaube ich. Es wäre cool, wenn ich den Gen jetzt hier mal durchgezogen bekäme. Wieder an dem im Feld, aber... Ich sitze an einem hinten in der Ecke. Alleine wird das jetzt, glaube ich, schwierig, weil ich befürchte, er hängt ihn hier vorne auf. Hier ist ein Krönchen. Nee, okay, er geht ein bisschen weiter weg. Dann könnte ich es vielleicht schaffen, den jetzt hier anzukriegen. Er versucht, ihn in den Keller zu hängen, glaube ich. Okay. Wo ist der Keller? In der Scheune? In der Scheune hinten. Er hat sich rausgewiegelt, ja. Also ich sitze jetzt ganz hinten in der Ecke. Da, wo du den Gen angemacht hast, durchs Feld in die Ecke gerade hinter. Okay. Da sitze ich und repariere. Und da war auch gerade ein Krönchen. Ah, okay, ich sehe dich. Da war auch gerade ein Krönchen, falls du eins brauchst. Nee, mit Dwight brauche ich keins. Du siehst mich nicht? Mal lieber nicht zum Opfer hier. Ich brauch's halt mit Ace rein theoretisch noch, aber... Dann holst du, wenn der letzte Gen an ist. Wenn es bis dahin noch da ist. Lässt du ihn jetzt liegen? Oh, oh. He's coming. Wow. Ach, du Scheibenhonig. In dem Moment war der auf 3. Vorsicht, der kommt. Ja, kacke. Der ist so schnell auf 3. Ich war jetzt auch erschrocken, dass auf einmal das... Ja, vor allem hat das voll geknallt, der Gen. Ist das normal? Ach, Scheibenhonig. Nein, und hier ist der Keller. Hier ist der Keller, er ist außenrum. Okay, er sucht aber noch weiter. Ich krieche ein bisschen weg vom Keller. Ich heile mich jetzt gerade noch nicht hoch. Mac, ich bin null geheilt. Mac, du wirst gejagt. Geh mal weg. Jetzt hast du verraten, wo ich bin. Nein. Ich will erst von der Shack weg. Also vom Keller, meine ich. Dann heile ich mich. Du müsstest schon ein bisschen mehr machen, Ashley, danke. Ashley, oh, super. Er ist runter. Ashley macht den Ausgang, oder? Ja, ich stehe auch daneben. So, ich weiß nicht, ob er mich findet. Oh, Ashley, mach doch nicht auf! Er kommt zu euch hinter. Er steht auf dem Mähdrescher und campt jetzt sowas. Also so in der Art. Ashley, ich weiß nicht, was du machst. Du gehst mir auf den Sack. Es ist die Frage, hat er Nöt, ne? Wenn er da rumcampt? Er campt hier rum. Ist eigentlich von auszugehen, dass er Nöt hat. Ich weiß nicht, wo der andere Ausgang ist. Ich auch nicht. Ich krieg mal aber einfach, wo ich denke, dass er ist. Okay, also ich könnte Leute, ne? Ich könnte rein theoretisch raus. Das mache ich aber nicht. Wir versuchen noch, unser Kupfermünzchen zu retten. Wenn wir dabei sterben... Hier hinten ist der andere Ausgang. Ich glaube, Micha weiß nicht, wo ich bin.
Vielleicht schafft ihr es, den Ausgang erst aufzumachen und mich dann aufzuheben. Ash ist rausgegangen. Wow. Ich weiß nicht, wo Micha ist. Ich auch nicht. Ich auch nix. Ich heb dich jetzt erst auf. Wenn er nicht weiß, wo du bist. Naja, aber er sieht dann, dass ich stehe. Ja und? Ist egal. Los, weg hier. Los, außenrum hier zurück zu dem offenen. Lass uns erstmal ein bisschen. Da ist er. Da. Siehst du? Nein. Er war links von dir. Er war links von dir, gerade im Feld. Ja, wenn du sagst, da, ich weiß doch nicht, wo du hinguckst. Ich wollte halt eigentlich nicht rennen. In Spuren. Er ist am Ausgang dort hinten. Ich bin gleich wieder am anderen Ausgang. Wo bist du jetzt? Ja, hinter dir bin ich. Er war dort an dem Ausgang, wo du hinrennst. Wenn er dort steht und mich einmal klatscht, liege ich halt wieder. Na, er steht da. Er erkennt hier den Ausgang. Also, jetzt geht er gerade weg. Also, ich könnte raus. Nee, du müsstest, wenn, dann hinter mich. Wo bist du denn jetzt? Ich bin hier vorm Ausgang. Dann lauf, los. Ich sehe dich nicht. Lauf einfach. Ich lauf jetzt raus. Ich lauf raus. Ja! Oh. Das war kein Krönchen, aber wir sind raus. Ich brauche kein Krönchen, mit White habe ich ja schon. Oder meintest du jetzt gerade dich mit dem Krönchen? Ich meinte mich, ist also egal. Ich habe verstanden, du hast zwar kein Krönchen. Ist egal. Oh, wir sind raus. Alter Falter. Wieso hängt denn das jetzt so? Ein Fehlhelm. Aber guck dir das mal an, wir hatten durchweg alle drei Runden so ein komisches Matchmaking. Ja. Aber wir sind raus, eh. Das war jetzt auch, hätte ich jetzt fast nicht mehr gedacht. Oh Gott, ey. Ja gut, war doch heute ein ganz guter Schnitt. Zweimal entkommen, einmal raus, auch wenn jetzt halt die Killer nicht so gut waren. Aber ey, wir sind entkommen. Egal. Ja, das war's für heute schon. Wir bedanken uns bei euch immer fürs Gucken. Habt eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.